Das ist doch ein schönes Romanbild, ja. Ist das, mit den anderen Roman. Bei Alternate. Wie alt warst du denn da? Ich 18, hab nicht so 19? Nee. Älter? Nein, da ist er viel älter, Mann. War schon 26 am Ende so meiner so. Karriere eigentlich. War das nach Maus? Ja, klar. Was war das? Das ist ESWC? Nee. Nein, das ist... Gamescom? Da, guck mal, dahinter ist einer von uns. Mausbots, rote Mausbots-Jacke. Vielleicht Toni oder so. Guckt euch gerade zu. Auf der rechten Seite? Ja. Mhm. Da steht auch Julian hinten dran, oder? Ich glaube, das war Jules. IEM. Ja. Das war IEM 2009. Wo wir euch geschlagen hatten mit Alternate, ziemlich deutlich. Und dann im Finale... Nein, dann ist das 2008. Verloren. Ziemlich deutlich, aber eben gut. Ja. Ja. Und dann im Finale dann habt ihr übers Loser Bracket habt ihr so einen Run gemacht und die wurden Erster, wir wurden Zweiter. Aber da, aber da waren alle Top-Teams, ne? Nein, ihr wurde Dritter. Das kann auch sein, ja, okay, sorry. Weil wir haben Finale haben wir gegen. Ja, jetzt hast du meine Geschichte kaputt gemacht. Finale haben wir gegen die Koreaner gewonnen und ich weiß auch, wir waren im Kreis und Yilmaz war total blass. Noch blasser als sonst. Ich sag so, ey, Yilmaz, vertrau mir, gegen die verlieren wir niemals. Niemals. Wer waren die nochmal? Ganz locker besiegt. Und. Fun Fact, obwohl wir halt sogar Atex rausgeworfen haben, standen die hinter uns und die haben uns voll angefeuert und so. Und immer, wenn ich so eine gute Szene hatte, kam zum Beispiel Aprox und hat uns so auf Schulter geklopft cool. Und so. Wer waren die Koreaner nochmal gewesen? Welches Team? Mit war das? Solo. Lunatic High, oder? Ist das Lunatic High? Nein, nicht Lunatic High. Ach, WNV. Nein, nee, auch WNV nicht. Waren Chinesen. WE waren auch Chinesen. Passt. Gab es da MVP Phoenix oder was? Also ich glaube, es könnte... Nein, der MVP-Kampf nein, das später. Wurde dann daraus. Hm. Hey, Solo hat da gespielt, 2008 auf jeden Fall. Ich weiß nicht mehr ganz genau, wie die gab es noch eine WNV und Lunatic High. Die anderen waren nicht schlecht. Nein, das war nicht Lunatic High. Gab es irgendein Team, anders. Was so weit gekommen ist? Ja, die sind bis ins Finale gekommen. Also ich bin da raus. Und ich, so nice, dass die im Finale sind, weil das ist Free-Win für mich. Das ich habe wirklich gedacht, dass das ein Free-Win ist. Wir haben gegen die verloren. Ja, aber das so damals, das war eine sehr gute Zeit für die deutsche Szene. Ne? Also wir hatten zwei sehr gute Teams, die halt oben mitgespielt haben. Das gibt es ja schon seit Jahren nicht mehr, dass zwei deutsche Teams irgendwie international... Was, denke ich, nicht gut ist. Wir waren zwar Konkurrenten, aber wir waren halt auch immer Freunde. Auf den Events sind wir immer zusammen essen gegangen, feiern gegangen und so. Das war sehr cool.